Shalom Aleichem. An alle Zuschauer eine Frage von die Torah von Parashat Vayishlach, Kapitel 36, Pasuk 24. Und so steht geschrieben in Pasuk Chof Daled. Dies die Söhne Zivons, also Zivon hat Kinder, Ve'aya, Ve'ana, der die Yemim in der Wüste fand, als er die Esel seines Vaters Zivon weidete. Also die Tora erzählt uns, es geht um die Nachkommen von Seir, von Esau, und gibt eine ganze Reihe von Kindern. Und die Kinder von Zivon ist Aya und Anna. Wer ist diese Anna? Anna ist derjenige, der hat gefunden die Yemim in die Wüste, als er hat gereitet und geweidet die Eseln von seinem Vater. Gut, immer wenn die Tora erzählt etwas, müssen wir gucken in Rashi, und Rashi macht uns die Sache noch einmal noch komplizierter. Einmal sieht man, das ist Anna Bruder, und hier wird er genannt Sohn, dass er die Bruder von Zivon war, und hier nannte ihm das Sohn. Das lehrt, dass Zivon zu seiner Mutter gekommen war und Anna gezeugt hatte. Gut, die Yemim, Maulesel, also Muli, Maultier. Er verband einen Esel mit einer Pferdstute. Und diese gebar ein Maultier, weil er selbst ein Bastard war. Also hier will die Tora uns etwas sagen über eine Bastard, über eine Muli, über eine Pered, der gekommen. Pshutoshel Mikra, einfach. Weil es war, was sagt die Tora in einfachen Wörtern? Es waren verschiedene Menschen, die hießen Anna. Und hier sagt der Pasuk, weißt ihr, wer ist diese Anna? Das ist Anna Yadua, das ist der berühmte Anna. Dass er ist gegangen mit den Eseln zu weiden von seinem Vater. Und dort hat er draußen erkannt die Möglichkeit zu paaren, eine Esel, männlich, auf eine Pferdstute, auf eine weiblichen Pferd. Und das ist die Yemim, das ist die Maultiere, Pradim. Und das war eine große Entdeckung und Weisheit in seiner Zeit. Dass er hat verstanden, dass die beiden sind ähnlich und sie können auch bekommen Kinder, der von dem und der von dem. Und er war berühmt, diese Anna, mit diesem Nobelpreis Weltentdeckung. Also wir wissen, dass in die Natur gibt es Möglichkeiten, ein Esel mit einer Pferdstute und ein Pferd mit einer Eselin. Und das Kind wird genannt ein Pered, ein Maultier. Und der Talmud in Bechorot gibt den Unterschied in die Biologie. Was ist der Unterschied, wenn der Vater ist ein Pferd und die Mutter ist eine Eselin? Oder der Vater ist ein Esel und die Mutter ist eine Pferdstute. Und meine Frage an euch, liebe Zuschauer. Eins. Warum erzählt uns die Tora die ganze Sache? Was hat das uns zu lehren, dass es gibt in dieser Welt Maultiere? Und bis dahin also so viel, mehr als 1000 Jahre von der Geschichte von der Weltschöpfung war keine Maultiere. Warum will uns die Tora hier sagen? Und er selbst, dass er ist Inzucht gemacht mit seiner Mama und er ist selbst der Sohn und der Bruder, also seinen riesigen Balagan. Was will uns die Tora lehren, beibringen in diese Story? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist wirklich, warum Maultier, gibt es einen Unterschied
Wer ist auf wem gekommen? Der Esel auf die Stute oder der Pferd auf dem Eselin? Was ist der Unterschied zwischen die beiden? Und drittes, was mich interessiert, man sieht das später, wenn hat man Könige gekrönt, hat man genommen ein Maultier und die haben gesetzt auf ein Maultier. Und warum gerade bei Könige, also König Schlomo, man sieht viele, die haben gesetzt auf ein Maultier. Was hat das zu symbolisieren? Also mir interessiert drei Fragen von euch, liebe Zuschauer. Eins, warum erzählt uns überhaupt die Tora diese Geschichte mit Anna? Zwei, was ist der Unterschied beim Kreuzung Esel und Stute oder Pferd und Eselin? Was ist der Unterschied biologisch heute praktisch? Und drei, warum hat man gerade Könige mit einem Maultier, mit einem Muli gemacht? Schkoyer, wenn ihr habt eine Frage, Antwort, sag mir. Und Rashi sagt irgendwie, dass diese Yehimim, diese Pferden, bringen eine, es ist eine Angst von einem Maultier, weil eine Biss, gebissen zu werden von Maultier, ist das Allerschlimmste, was es gibt. Noch schlimmer als Esel und schlimmer als Hund und schlimmer als Pferd. Und das interessiert mir auch. Im Klammer, was weißt du über dem Beißen von einem Muli, von einem Maultier? Wie schlimm ist das? Warum Rashi meint, das ist das Allerschlimmste, was existiert? Schkoyach. Ich bin gespannt auf eure Antworten.